Eine Schifffahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt, die ist schön, deshalb wollen wir auf der Lahn mit euch heute schwimmen gehen. Paddeln gehen. Nicht schwimmen, wir wollen nicht schwimmen gehen. Wir haben gestern schon gesagt, wir fallen heute nicht rein. Wir sind heute auf der Lahn bei Gießen unterwegs und machen eine kleine Kanutour, um uns bei der Sommerhitze abzukühlen. Und obwohl wir mitten in der Stadt starten, ist es hier mega grün. Es weht eine leichte Brise. Julia bringt uns voran. Super, super angenehm. Ja, richtig toll. Unsere Aufteilung heute. Julia rudert, ich steuere. Denn sie hat gestern noch angegeben, wie gut sie Kanu fahren kann. Kajak. Ich bin eine gute Kajakerin. Oh nein, ich habe meine Gabel nicht gestartet. Oh nein. Ich muss noch mal zurück. In der Tourenbeschreibung stand, hier gibt es auch Wasserschildkröten. Ich hoffe, wir sehen heute auch welche. Oh. Okay, wir sind jetzt erstmal in der Wiese gelandet. Die Vögel zwitschern. Toller Himmel. Paar Wolken, aber ansonsten richtig blau. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und jemand vor mir macht die ganze Arbeit. Ja, deswegen hab ich morgen auch Arme wie Popeye. Einmal bitte raten. Wenn wir es nicht am Anfang gesagt hätten, würdet ihr es wirklich glauben, dass wir hier mitten in der Stadt in Gießen sind. Die Strömung ist gerade perfekt. Man muss nicht viel paddeln, man kann sich einfach treiben lassen, kann die Umgebung beobachten. Und es ist einfach richtig, richtig, richtig schön hier. Schaut euch das an. Ich komme mir auch vor wie auf dem Amazonas. Also der viele Regen dieses Jahr hat echt dafür gesorgt, dass es mega grün ist. Also vorankommen tun wir heute nicht. Wir sind gerade ganz entspannt unterwegs. Gepaddelt wird nur, um die Richtung zu halten. Ansonsten lassen wir uns treiben. Also ich bin auch schon mal so richtig schön gekentert. Während des Schulsportsunterrichts haben wir auf dem Main gerudert. Und in der ersten Stunde, wo wir dann quasi 2 Meter vom Steg entfernt das erste Mal allein auf dem Wasser waren, das ganze Boot unter uns weggesackt und wir lagen alle im dreckigen Main. Das ist ein paar Jahre schon her. Es gibt erstmal einen Snack, denn ihr wisst, bei Seefahren ganz gefährlich, Skorbut. Guck mal hier, guck mal da. Oh, da jagen sich 2 Schmetterlinge. Wow. Das kriegt man mal leider auf die GoPro nicht drauf. Schildkröte entdeckt, das ist die Schildkröte. Oh. Ah.
Die wird sich auch denken, oh Gott, Mann, die Bär. Da war wirklich eine Schildkröte. Sie haben nicht gelogen. Ja, vor allem, da ist das kleine Köpfchen und ich dachte, naja, vielleicht ist es ein Ast. Und dann hat man den ganzen Körper gesehen und er ist wirklich so geschwommen. Total niedlich. Richtig cool. Toll. Seht ihr es da vorne? Da kommt einer gegen die Strömung. Einmal dokumentieren, dass Julia nicht arbeitet. Ja, ich bin auf der Suche nach weiteren Wasserschildkröten. Finde ich jetzt voll fasziniert. Ja. Baum im Weg. Passt. Ja. Alles gut. Jetzt nochmal. Oh. Ich kann nicht lässig filmen und paddeln. Ich muss mich entscheiden, ne? Filmen oder paddeln. Wir sind wieder in ruhigeren Gefilden. Das heißt, ich kann noch mal berichten, was uns gerade passiert ist. Ich bin gespannt auf die Darstellung. Lass mal Matthias erzählen, dann erzähl ich. Also die Darstellung ist natürlich, dass vorne der erste Steuermann nicht richtig aufgepasst hat. Weil ich war gerade fürs Filmen eingeteilt. Na, also die Darstellung von Steuermann Nummer 1 ist, dass sie gesagt hat, Achtung, wir fahren direkt auf den Baum zu. Vielleicht habe ich es auch nicht offen, aber ich dachte es mir. Ja, und in dem Moment habe ich die Kamera eingeschaltet. Ja, und ich sagte, Matthias, jetzt müssen wir beide rechts fahren. Und Stefan voll drauf. Und dann gucke ich da hinten. Und ich muss mich entscheiden, ob filmen oder paddeln. Ja, jetzt dürfen wir gerade nicht kentern. Ich habe die Tonne offen. Ah, ja. Oh, ducken. Ja. Ja, Moment. Jetzt müssen wir noch da drüben durchkommen. Oh. Also, als die Kamera nicht lief, haben wir so perfekt gepaddelt. Und sobald die Kamera läuft, geht alles schief. Aber wir haben Spaß. Ja, es ist wirklich schön, wenn man so ein bisschen diesen Schatten hat, ne? Ja, wenn auch so ein bisschen Wind weht. Ja, genau. Das Wasser ist aber angenehm. Ja? Ja. Das sind zwei Wellen. Ich bin gerade ganz nah an uns vorbeigeflogen. Eins müsst ihr euch merken, wenn ihr mit uns unterwegs seid, immer Kopf anziehen. Man kann jederzeit in einen Baum und einen Busch landen. Wir glauben, wir haben noch mal eine Schildkröte gesehen. Nee, ist doch ein Stamm. Na, Fehlalarm. Trotzdem bitte nicht abschalten. So.
Ja. Okay, alles gut, alles gut. Boah. Panik. Schau mal, wie viel da über uns kreist. Richtig cool. Die wissen, dass wir es gleich nicht mehr machen. Das beruhigt mich jetzt hier vorne. Langsam geht das Rudern auf die Schultern. Und bei dir? Bei mir ist noch alles fein, aber du weißt, ich setze auch die Arbeit auf. Matrose Julia verweigert ständig die Arbeit. Sie genießt mehr. Ja, ist wirklich eine Highlight-Tour, muss man sagen. Wir sind jetzt nicht die regelmäßigen Paddler. Bei mir ist wahrscheinlich die letzte Tour schon 5-6 Jahre her. Ich überbiete, ich glaube 12 oder so, 10 oder 12 Jahre. Jetzt. Ich hoffe, jetzt sieht man es. Matrose Julia, wir steuern schon wieder ans Ufer zu. Ja, aber ich habe alles unter Kontrolle. Ei, ei, Captain. Berühmte letzte Worte. Ich habe alles unter Kontrolle. Lass den Schmetterling. Muss aber dazu sagen, 9 von 10 Kollisionen wären wahrscheinlich vermeidbar gewesen, wenn ich nicht dabei gefilmt hätte. Ich kann leider nur zustimmen. Vielleicht auch 10 von 10. Wenn ich mich aufs Fahren anstatt aufs Filmen konzentrieren würde. Oh, die Bälle auf meinem Knie. Oh, das ist unangenehm. Die haben sich auf mein Knie gepaart. Ich merke immer, wenn Matthias filmt. Woran? Er hat sich mit 6 Zentimeter gehalten. Ein riesen Storchennest. Jetzt fehlt nur noch der Storch dazu. Wenn die Kamera läuft, dann sieht man ja die ganze Zeit, dass ich nicht paddel. Ja, deshalb läuft sie ja. Beweismaterial. Ja, chillt gerne. Also für die nächste Kanu-Tour suche ich einen Ersatz. Bewerbung bitte in die Kommentare. Wir fahren jetzt auf die Schleuse zu. Noch ca. 50 Meter. Aber die ist noch zu. Das heißt, wir müssen warten. Aber ist gut, dann können wir erstmal was essen. Dann habe ich mega Hunger. Libellengebiet. Boah, hier sind so viele ums Boot rum. Und immer zu zweit. Immer eine blaue und eine gelbe. Die Schleuse geht auf. Wir bewegen uns mal rein. Wir sind drin. Und das Beste ist, jemand anders bedient die Schleuse. Wir müssen nichts tun. Die Schleuse ist geschafft. Hat gar nicht so lange gedauert, wie er gesagt hat. Ging echt super, aber die waren auch total nett, dass sie gekurbelt haben. Ja. Ein Dank an die Schleusenarbeiter. Ist wieder ein richtig schöner Abschnitt. Julia kämpft gegen die Uferböschung an. Ja, ja. Ich bin schon wieder zu viel am Film. Noch ein Zusammenstoß, der vermeidbar gewesen, wenn ich nicht gefilmt hätte. Da vorne ist unsere Ausstiegsstelle.
Das heißt, wir sind am Ende unserer Tour. Fazit, richtig, richtig schön. Also falls ihr auf ein kleines Mikroabenteuer Lust habt, dann schnappt euch euer Deutschland-Ticket, fahrt mit dem Regio raus nach Gießen und macht eine LAN-Paddeltour. Richtig, richtig schön. Tschüss!